Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Far Cry Primal. Ja, im letzten Part sind wir ein bisschen durch die Wälder gestreift, haben dem Schamane ein Häuschen gebaut und sind eigentlich auf der Suche nach, ein bisschen Haut vom Hirsch, aber die sind immer leider entwischt, weil immer Bären meinen Wolf angreifen und wir müssen unserem Wolf immer helfen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon mindestens 10 Bären gekillt, wenn es so weitergeht. Schauen wir im letzten Part an, wie viele Bären wir da einfach gekillt haben. So, der Handwerk. Oh, wir können Eingeweidetasche. Das werden wir jetzt machen. Gut, haben wir das auch. Dann haben wir eine größere Tasche. Jackfell brauchen wir als nächstes. Federn. Ja, Speere geht nicht. Fähigkeiten. Wir haben eine Fähigkeit gekriegt. Ich glaube, dann werden wir hier das tun. Takarasso. Ja, immer noch auf der Suche nach Ding. Aber wir gehen jetzt vorne noch hier den komischen Stützpunkt da wahrscheinlich einnehmen, wenn wir gerade so in der Nähe sind. Ich hoffe nur nicht, dass nicht gleich nochmal ein Bär kommt. Ich wollte gerade sagen. Da geht's tief runter, habe ich so das Gefühl. Wenn wir hier runterrutschen. Hui. Gott sei Dank geht das. So. Der Wolf kann nicht runterrutschen. Der wird immer außen rumlaufen. Greift der Wolf jetzt an, oder? Oder was macht er? Okay, die werden mich angreifen. Gut zu wissen. Down. So, wo ist der nächste? Ich sehe nicht. Da ist er. Da, Mann. Dich habe ich. Oh Gott, da ist wieder ein Bär. Mach ihn down. Was? Wie viele sind denn hier? Lol. Oh Gott. Zack, ich muss mich mal heilen. Oh Gott. Wie viele das waren? Das waren jetzt ein paar viele. Wo kommen die alle her? Lol. Sind die wirklich alle tot? Ich kann das gar nicht glauben. Ich brauche echt langsam mehr Holz. Ich muss Holz farmen. Nur Pfeile machen kann. Jetzt habe ich irgendwann ein Problem. Weil ich keine Pfeile mehr nachkrieg. Adlerholz. Adlerholz, genau. Adlerholz. Holz mitnehmen. Zack. Nie gedacht, dass Holz so wichtig ist. Ah. So. Wo die auf einmal von allen Seiten kam. Lol. Ist da wieder ein Bär? Willst du mich veräppeln? Nein, das ist eine Hyäne, oder? Nein, das ist ein Bär. Ich krieg langsam echt die Krise. Die Bären, die gehen mir echt auf den Keks. Ach, der Bär wird angezogen von den Leichen. Friss schön die Leichen, die habe ich dir extra serviert. Ist doch schön, oder, Bär? Oh, da sollen die kämpfen gegen den Bär. Ist mir ja wurscht. Ah, da kommen sogar Freunde. Ist davon noch mal ein Bär? Oh Gott! Veräppeln? Das ist ein Wildschwein, okay. Schon gedacht. Was ist los? Beruhig dich. Beruhig dich, mein Kollege. Mein Holz. Ziege. Wir bräuchten eigentlich wirklich hier schaut, aber finde ich nicht. Wenn, dann sehe ich es erst zu spät. So, wir gehen jetzt erstmal da hoch. Und chillen unsere Base. Gucken, ob da oben jemand chillt, hä? Ist hier jemand? Natürlich ist hier jemand. Den habe ich erledigt. Erledigt. Da ist nochmal einer. Mach ihn tot. Oh. Du Arsch. Ja, entzündet das Leuchtfeuer. Bestie heilen. Ja. Ist.
bist echt ein braver Wolf. Du machst echt viel. Du bist nett. Du bist echt ein cooler. Mein bester Gefährte. Aber irgendwann wirst du abgelöst. Leider, hä? Es gibt doch noch stärkere Bestien. So leid's mir tut. So, wir werden jetzt erstmal hier... wie war das? Genau. So. Ja! Yippie! Steinwacht Leuchtfeuer. 2 von 16 beansprucht. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich echt nice. Guck mal, da ist auch noch was. Einfach mal aufmachen. Schiefer. So. Ist hier was Schönes? Ah, hier ist dann wieder Ausruhen und Belohnung. Kann ich hier Schiefer mitnehmen. Schiefer, Holz mitnehmen. Cool. Cool, cool. Ist hier? Kann ich es nicht mitnehmen? Ist Fleisch. 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 So. Aha, Kapal Außenposten. Außenposten. Eigentlich sollte ich hier hoch und hier oben alles noch. Ich muss echt hier Schaut suchen. Ich kann nicht den nächsten Außenposten hier schon einnehmen. Können? Hyänen? Wir brauchen eigentlich hier Schaut. Was ist denn das? Man erkennt halt die Hirsche echt recht spät. Das ist eher mein Problem. Ziegen? Ziegen? Da sind Gegners. Da sind auch Gegners. Ah, die interessieren mich nicht. So. Was machen die? Ja, die chillen nur ihre Base. Oh Gott, Ziegen. Okay, Hyänen, was da vorne rumschwirrt. Das ist Freund. Das ist Freund. Ich hänge fest. Nein. Hey, Kollege. Es geht. Schiefer, nehmen wir mit. Alter. Wie es sich anhört. Ich traue mich gar nicht reinzugehen, weil wieder ein Bär gleich angerannt kommt. Bei meinem Glück. Bei meinem... Oh, die kämpfen gegen eine Raubkatze. Nope. Da habe ich keine Lust drauf. Ah, sind Gegner. So, gucken. Ah, wir laufen eh in die Richtung. Kapal Auspost. Wir probieren es einfach, wenn wir gerade in der Nähe sind. Könntest angreifen. Aber ich treffe nicht. Ach komm, Angriff. Treffer. Aber komm, erledigt. Ja, treffen ist halt manchmal doch eine Kunst. Zack. Hartholz, das ist immer gut. Hartholz ist gut. Wie mit einer Maschinenpistole. Das ist doch mal was anderes. Nehmen wir auch mit. So. Ich möchte jetzt echt mal langsam. Das ist echt eine Raubkatze. Ist mich veräppeln. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich habe dir nichts getan. Cool, weil ich 10 wäre echt nice. Na, guck mal, Freunde. Mehr Holz. Mehr Holztasche voll, okay. Da sind Hirsche. Aber da rennen auch Raubkatzen rum. Nein, nein, nein. Lasst mich. Boah, habe ich viele. Soll mich veräppeln? Krass. Voll übel. Für Raubkatzen. Und Bär, ne? Wie es anhört.
Nope. Bisschen arg viel. Da sind Wölfe. Ich glaube, wir werden langsam ein Problem haben. Außenposten. Außenposten sind feindliche Lager, die von verfeindeten Stämmen kontrolliert werden. Erober sie alle, um Oros zu einem sicheren Ort für Venya zu machen. Erobere Außenposten können als Schnellreiseziel im Kartenmenü ausgewählt werden. Sie geben dir Zugriff auf Belohnungslager und mehr Dorfbewohner schließen sich an. Nach der Eroberung eines Außenposten werden die Rohstoffe des Feindes deine Belohnungslager geschickt. Du kannst damit Hütten und ein Dorf verbessern. Sollen wir das probieren? Ist doch... Ist das nicht ein Hirsch? Ah, ist schon tot. Okay. Hirsch. Ja! Fleisch. Und Hirschhaut. Ja, ich krieg doch Tierfett auch. Nicht gut. Ich habe jetzt nur langsam ein Problem, dass es dunkel ist. Das ist eher jetzt mein Problem. Ach du Kacke. Ach du heilige Kacke. Kapal Außenposten. Was ist das? Kann ich da irgendwas nehmen? Pfeil anzünden, ne. So, probieren's, oder? Hier wird sicher irgendwo einer sein. Der ist erledigt. Ist noch mal einer? Da ist keiner, okay. Takedown. Ach, der schläft. Oder? Oder was war mit dem? Der gechillt. Ist nicht angezündet. So. Ist hier noch jemand? Pfeil und Bogen macht das Ganze echt... Oh, da war einer. Okay. Viele sind es aber nicht, oder? Hallo? Okay, mein Pfeil ist weg. Ist der weg? Zack! Erledigt. Das war's. Lass mich werbeln. Waren das alle? Kannst du mich sagen, dass das alle waren? Anscheinend. Keine Gegner mehr. Kann ich hier nicht hoch? Doch, komme ich hoch. So, wie kann ich das denn hier jetzt freiräumen, dass es mir gehört? Wie kann ich das tun? Komm runter. Zack, mitnehmen. Hier ist echt. Ah, guck mal. Ein Wolf. Ein Wolf. Den haben sie richtig eingesperrt. Fleisch nehmen wir mit. Nehmen wir alles gerne mit. So, ich will aber gerne, dass es mir jetzt gehört. Und wie? Über gibt's hier noch Gegner. Hier ist aber niemand mehr. Hm. Der Wolf noch vielleicht. Stirb! Wolf häuten. Zack. Der Wolf ist auch down. Was war da jetzt? Ach, da pennt noch einer. Lol. Die pennen da. Zack. Ah, dann haben wir es jetzt, hä? Krass. Pennen da in der Hütte, die muss man noch erledigen. In der Nacht pennen die wirklich. Das ist geil. Das ist wirklich gut gemacht. Kabal Außenposten. Außenposten erobert. 1 von 15 beansprucht. Kein Alarm ausgelöst. Das ist gut. Geil, geil, geil. Dass die in der Nacht schlafen? Also lohnt es sich wirklich in der Nacht anzugreifen, hä? Cool, cool. Ich gedacht, dass sich so lohnt. Fähigkeit gekriegt. Ah, die Venyas kommen schon. Sie haben eine neue Fähigkeiten, können wir
erlernen. Die Ausruhzeit der Eule wird von 80 Sekunden auf 65 Sekunden verringert. Deine Eule kann deine Stachel... Ach, geht gar nicht. Brauche ich 3 Fähigkeitspunkte. Ich werde sparen. Na? Gut gemacht, oder? So, wie sieht mit dem Dorf aus? Ah, ich kann es upgraden. Upgraden! Verfügbar. Wir müssen aber zurück. Wie kommen wir zurück? Brauchen eine Schnellreise, hä? Die gibt es nur hier hinten. Da. Ist auch gut, dann haben wir nicht mal so einen weiten Weg. Freut mich doch sehr. Ausruhen, ne? Schnellreise? Suchen. Tierfett. Natürlich auch. Ja, wir ruhen uns erstmal aus. Bis zum Morgendämmerung erstmal schlafen. Ja, in der Nacht ist es doch wenk gefährlich. Tja! Oh Mann. Ja, mit Pfeil und Bogen, weiß nicht. Und fühlt man sich doch nicht so sicher wie mit einem Maschinengewehr. Ja. So, kann ich? Wo kann ich die Schnellreise beginnen? Färbeln? Ja, oder was? Belohnungslager öffnen. Voll. Was ist denn das? Tierfett. Oh, was ist das? Tierhaut. Waffenrohstoffe. Dorfrohstoffe. Geil, was die alles hier gekriegt haben. Krasse Scheiße. Ist hier das Neues drin? Nein. Schon gedacht. So. Ich möchte gerne... Schnellreise. Yep. Bitte. Denn wir müssen unser Dorf vergrößern. Oh ja. Ja, das Dorf muss wachsen. Wachsen muss das Dorf. Unser Wolf muss alleine herlaufen. Und wird sterben dabei. Von 100 Millionen Bären. So. Verbessern. Yippie. Es wird größer. Wir wachsen. Ja. Vor Freude fängt er an zu weinen. Geil. Seilers Hütte. Belohnung Mission für Seiler, die Sammlerin. Sammlerfähigkeiten. Fährte Tarnung, Feuerfest und Nahrungsrezepte für Geschwindigkeitsbooster. Du findest jeden Tag kostenlose Gegenstände. Jo. Ja, gut. Geil. Das Dorf wächst und gedeiht. Ich mal sagen, hä? Ah, oh, wir haben einen neuen Kerle. Neue Kerle. Das Dorf, das ist gut. 28 von 40 sind wir schon. Krass. Rede mit Seiler. Okay. Was ist das? Takas Höhle. Oh, ich kann dich auch verbessern. Ziegenquell. Takas Höhle, ich verbessere meine Höhle. Ja. Geil. Es wächst. Es wäre echt gut, dass wir so viel Rohstoffe immer sammeln. Echt. Freut mich echt sehr. Takas Höhle verbessert. Belohnung. Überlebensfähigkeiten. Bogen-Upgrade. Coin-Upgrade. Stachelbombe. Wurfgeschoss. Und ein bisschen XP. Gut. Belohnungen. Fleisch kann ich nichts mitnehmen. Tierfett könnte ich mitnehmen. Das ist dann voll. Das brauche ich alles nicht mitnehmen. So, dann reden wir mal mit Seiler. Was möchte die Gute? Na? Die Damsha Yaugar Seila. Takar Guasham. Guasham, ha. Guarpati Pachers. Tuwama Parshai. Haita Chawa su Chaudam. Nu, aquí está. Mi Janhasa Guasham. Chaja. Marwa Udam Waidam. Sie schau sie nach. Sie warja. Die. Udam Shayar Guama Dwayam. Tu sei Archi Tachislaha Malshata Warbati.
Aha. Werden wir also angegriffen? Der nächste Tag. Venjadorf. Haha. Wir haben eine bessere Keule gekriegt, hä? Bomben. Bomben geil. Gut, meine lieben Freunde, aber ich würde mal sagen, das war's mit dem Part für heute. Im nächsten Part werden wir weitermachen. Wir müssen wieder mit Seiler reden und schauen, was wir da machen können. Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Part. Ciao. Two, one, drop. Yeah.